Guten Abend, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier die Gelegenheit habe, diesen Input und diesen Workshop zu machen. Ich hoffe, dass es relativ rasch interaktiv wird. Ich werde aber einiges erzählen. Und ja. Aha, okay. Entschuldigung. So. Ich werde einige Sachen erzählen. Wir werden auch zusammen etwas anschauen aus aktuellem Anlass. Als ich den Beitrag eingereicht habe beim Call, da ist mir so dieser Untersatz, welcher Weg für die Schweiz und Europa, so quasi rausgerutscht. Und ich wusste eigentlich nicht, dass das ziemlich aktuell ist. Ich glaube, die meisten haben das irgendwie mitgekriegt. Die Europäische Kommission hat vor 3 Tagen die europäische Datenstrategie und das KI-Weißbuch publiziert. Wer hat davon schon gehört? Ja, doch einige. Also das macht es doch einigermaßen aktuell. Ich bitte in dem Sinn auch, also mich zu unterbrechen. Es wird wahrscheinlich mit der kleinen Videosequenz, die wir anschauen, wird es etwa eine halbe Stunde sein und dann offene Diskussion oder so lange Inputs und Fragen zum Thema da sind. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Die meisten kennen mich hier in dem Kreis als Initiant der Open Data Bewegung in der Schweiz. Ich habe vor ziemlich genau 10 Jahren damit begonnen, ziemlich alleine, zu meiner Überraschung damals. Ich habe das Thema entdeckt und gedacht, oh, interessant, wer macht da in der Schweiz eigentlich was? Und vor 10 Jahren war es einfach so, dass, also Open Source gab es und so, oder? Aber Open Data rein nichts. Und dann haben wir das gestartet und seither bin ich mit dem Thema Daten, Open Data, aber auch Daten und Politik, Daten als quasi auch zivilgesellschaftliches Thema unterwegs. Und ich bin von meinem Background her Informatiker, seit über 40 Jahren. Also kein Jurist und auch kein Medienwissenschaftler, kein Soziologe, oder? Also es wird ein bisschen informatisch heute, aber eher auf hohem Niveau. Und wenn ich sage, ich bin Informatiker und Ingenieur, dann suche ich eigentlich eher die Lösungen, oder? Und weniger eigentlich die Probleme. Also ich denke, es gibt Möglichkeiten für Lösungen. Voilà, ich möchte beginnen mit einem Versuch, einer Definition, was denn eigentlich digitale Selbstbestimmung ist. Der Begriff, der denke ich, oder? Ist auch ziemlich aktuell. Also informationelle Selbstbestimmung kennen wir schon länger. Jetzt im Kontext der ganzen Digitalisierungshypes, oder was man sagen, ist digitale Selbstbestimmung ein Begriff, der rumgeistert, aber so irgendwie griffige Definitionen gibt es nicht. Ich muss sagen, von meinem Background her habe ich seit etwas weniger als einem Jahr bei einer Arbeitsgruppe beim Bund dabei, wo man sich mit dem Thema digitale Selbstbestimmung beschäftigt. Und einige Gedanken, die ich heute hier präsentiere, stammen aus dem Umfeld dieser Arbeitsgruppe. Allerdings nicht jetzt quasi gebrandet oder autorisiert. Die Arbeit ist dort noch im Gange und Publikationen aus diesem Kreis, dieser Arbeitsgruppe beim Bund, das vor allem vom EDA und vom BAKOM, werden in den nächsten Monaten kommen. Also, digitale Selbstbestimmung heißt frei von unverschuldeter Unkenntnis, äußerem Zwang, Manipulation und Bevormundung im digitalen Raum entscheiden und handeln zu können. Das ist also ein Definitionsversuch, natürlich eigentlich ein schlimmer Satz, aber die wichtigen Sachen sind da, denke ich, drin, was wir gängig unter Selbstbestimmung eigentlich verstehen und im Zusammenhang eben mit Digitalem auch eben dieser Aspekt der unverschuldeten Unkenntnis. Das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt zu sein. In einer eben sogenannten Wissensgesellschaft ist quasi ist ein Recht, quasi eben Wissen zu haben, Kenntnis zu haben. Und wenn man unverschuldet eben Unkenntnis hat, dann eben eigentlich davon befreit zu werden. Also das ist ein eigenes Thema, eine informationelle Grundversorgung für uns alle. Und die ist eigentlich trotz aller Informationsflut nicht per se gewährleistet. Dann der zweite Punkt ist wichtig, ergänzend. Also wenn jemand eben nicht
Zugang hat zu digitalen Infrastrukturen, dann muss er in diese Selbstbestimmung eingeschlossen sein. Was sind Voraussetzungen für digitale Selbstbestimmung? Das sind vier Grundprinzipien, es können auch mehr sein, aber die stammen jetzt explizit aus dieser Arbeitsgruppe, die ich schon erwähnt habe. Und das erste, die erste Voraussetzung selbstverständlich ist Vertrauen. Vertrauen und nochmals Vertrauen, und da hapert es tatsächlich einigermaßen. Dann natürlich die kontrollierte und selbstbestimmte Weitergabe der Daten. Digitale Selbstbestimmung und Daten, das ist eigentlich mein Thema. Ich werde also einiges dazu jetzt dann gleich noch sagen. Und drittens, nutzerorientierte Verarbeitung von Daten, Schaffung neuer Ökosysteme, also die Nutzerorientierung ist ein wichtiger Aspekt. Und last but not least, die Stärkung der lokalen und regionalen Ebene gegenüber der globalen Ebene, die dominiert im Digitalen. Und das spielt für die Selbstbestimmung ebenfalls eine wichtige Rolle als Voraussetzung. Digitale Selbstbestimmung und Daten speziell bedeutet das, dass in einer digitalisierten Gesellschaft digitale Selbstbestimmung dann möglich ist, wenn man zu allen eben für Entscheidungen notwendigen Daten Zugang hat. Was das, welche Daten das genau sind, welche Daten sind relevant, welche nicht, oder? Große Diskussion, klar, aber das ist ein Grundanspruch. Dann sollte man diese Daten eigenständig interpretieren können. Was setzt das für Ausbildung, für Bildung voraus? Ebenfalls ein weites Feld, aber ohne die Fähigkeit, Daten selbstständig interpretieren zu können, funktioniert es halt einfach nicht mit dieser Selbstbestimmung. Dann wichtig, oder, muss man wissen, wer hat sonst noch Zugang zu diesen Daten? Zu meinen persönlichen Daten, aber auch Daten, die uns gemeinsam betreffen. Und was machen die damit? Also welche Algorithmen werden da eingesetzt? Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Die Diskussion um digitale Selbstbestimmung ist sehr stark fokussiert auf den Datenschutz. Ich bin weder Datenschutzexperte noch Jurist oder so. Es ist wichtig, der Datenschutz, keine Frage. Und es ist unbegreiflich, dass wir in der Schweiz noch nicht ein zum DSGVO komplementäres oder äquivalentes Gesetz haben. Aber die individuelle Ebene ist eben nur eine, oder was mit meinen individuellen Daten passiert, das betrifft mich, aber ich bin auch davon betroffen, was mit den Daten aller anderen passiert, die gesammelt werden, zum Beispiel beim Bundesamt für Statistik oder bei einer globalen Plattform. Und aus diesen Daten werden vor Algorithmen eben Schlussfolgerungen gezogen oder Steuerungen aufgesetzt, die mich betreffen, zum Beispiel, wo der Verkehr durchfließt oder wo Kredite vergeben werden oder jetzt ganz aktuell, wo sind Schutzmaßnahmen notwendig bei einer möglichen Pandemie, die ausbricht. Also es geht, wenn wir von digitaler Selbstbestimmung reden, nicht nur ums Individuum, um die Daten, die das Individuum persönlich betreffen, sondern die Daten, die die gesamte Gesellschaft oder ein bestimmtes Kollektiv betreffen. Und daher, oder, ist auch der letzte Punkt drauf, ist sehr wichtig. Es braucht Mechanismen, Regeln, wie wir als Gesellschaft auf die Verwendung dieser Daten Einfluss nehmen können, respektive eben sie kontrollieren können. Das stelle ich jetzt einfach mal in den Raum, diese Definitionen zur digitalen Selbstbestimmung, und hoffe, dass wir dann in der Diskussion darauf zurückkommen. Die Herausforderungen für digitale Selbstbestimmung sind verschiedene, aber im Zentrum stehen eigentlich die globalen Plattformen. Wir wissen das. Globale Plattformen, das ist hier schematisch dargestellt. Ich will das nicht jetzt im Einzelnen durchgehen, habe ich für meine Studenten an der Hochschule Luzern gemacht, sind eigentlich zweiseitige Marktplätze, die Monopolcharakter annehmen. Oder wieso das so ist, und das ist eine ganz abendfüllende Thematik für sich, aber wir kennen das alle, große Beispiele, Google, Facebook und so weiter. Und auf der oberen oder einen Seite sind wir alle als User und unten jetzt in dieser Darstellung all die Content- und Service-Provider, die diese Plattform nutzen. Jetzt, das Wichtige ist, dass die Plattformbetreiber eine sehr spezielle Stellung haben, weil sie über diese Plattform verfügen. Das heißt, sie
regeln, wer zu den Datenzugriff hat, also dieser große Topf da in der Mitte, und wie die Algorithmen aussehen und wer dort Zugriff hat und wer diese nutzen kann. Also es sind zwei Elemente in diesen Ökosystemen drin, die der Definition, wie ich sie vorhin gegeben habe, von digitaler Selbstbestimmung fundamental widersprechen. Und wir kennen alle die Probleme, die aus dieser Konstellation resultieren, nämlich die Frage, oder eben, wer verfügt über diese Daten, wer bestimmt die Inhalte, die auf diesen Plattformen publiziert werden, wer partizipiert an den Erträgen, an den wirtschaftlichen oder anderen Erträgen aus diesen Plattformen und so weiter und so fort. Wir wissen nicht, oder wie das genau geregelt werden soll, ist ein Thema eines anderen Workshops, oder parallel stattfindet. Ich weiß nicht, was dort erzählt wird. Ich hoffe, das widerspricht sich nicht allzu sehr. Aber für die digitale Selbstbestimmung sind diese digitalen Plattformen auf alle Fälle eine zentrale Herausforderung. Nun, in der Schweiz haben wir folgende Datenlage. Wir haben eben einerseits diese globalen Plattformen und wir alle benutzen sie ziemlich intensiv. Ich gehe davon aus, sie sind keine Ausnahme, ich zumindest tue es. WeChat allerdings nutze ich noch nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich nutzen, weil ich auch nach China wollte, aber diese Reise muss leider ausfallen oder aus aktuellem Grund, aber das hole ich dann irgendwann nach. Also was man hier sieht, ist, dass diese globalen Plattformen einen großen Raum einnehmen, von der Zeit, aber auch von den Daten her, und diese Plattformen dringen vor. Dringen vor in Gebiete, die bis jetzt noch oder von unseren Schweizer Unternehmungen dominiert werden, mit eigenen Systemen, mit Datensilos und so, die sich aber gegenüber den Daten Mengen, die diese globalen Plattformen nur schon über die Schweiz und uns alle oder anhäufen, eigentlich recht bescheiden ausnehmen. Bei aller Kritik, die man an diesen Unternehmen bezüglich Datenschutz und so auch üben kann, Adrian Fichter hatte dazu einige Bemerkungen gemacht heute Morgen, oder? Aber ich denke, man muss alles in den Relationen sehen, wenn wir das vergleichen, oder die Plattformen von Swisscom mit Google, Facebook, WeChat und so weiter, dann sind das Peanuts, sorry, Peanuts. Und diese Plattformen dringen vor und die setzen uns unter Druck, die setzen nicht nur uns unter Druck, setzen teilweise auch diese Unternehmen unter Druck und die Politik, wie wir damit umgehen. Ich möchte zwei Grundsätze oder zu Daten einfach hier ganz kurz in den Raum stellen als Background oder für unsere Diskussion. Erstens, Daten sind sehr kostbar und leben länger. Die Kosten- und Lebensdauerrelation zwischen Hardware, Software und Daten ist hier dargestellt. Diese Folie stammt nicht von mir, sondern die stammt von meinem Professor an der ETH 1981 von Karl August Zehnder, der uns Erstsemester in Informatikstudenten erklärt hat, wie eben das Verhältnis zwischen Hardware und Software und Daten ist. Und ich würde behaupten, das stimmt immer noch. Also es gibt Wissen aus dem Studium, das man auch über 40 Jahre hinweg eigentlich mitnehmen kann. Ich glaube, es ist sogar noch krasser. Also Daten sind einfach in dem Sinn das Wertvollste. Zweiter Grundprinzip, Daten können geteilt werden. Auch das eine fast schon Plattitüde, aber man muss es immer wiederholen, weil man hört auch immer wieder den Unsinn von Daten als Erdöl. Also das heißt, Daten können eben ein Commons sein und gerade in in der Gesellschaft gibt es ja Leute, die sich speziell um diesen Aspekt kümmern. Also das ist wichtig. Das sind so jetzt mal so die grundsätzlichen Aussagen, die ich machen wollte. Und jetzt eben aus aktuellem Anlass mache ich hier eine kleine Einschaltsendung zu dieser europäischen Datenstrategie. Die wurde am letzten Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt. Und es ist interessant, wie Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, das positioniert und wie sich Europa hier aufstellt. Ich möchte das kurz mit Ihnen anschauen. Ich denke, das lohnt sich. Hat das jemand schon gesehen? Wer kennt die europäische Datenstrategie? Wer hat sie gelesen? Eine, zwei, okay, gut. Also dann denke ich für die anderen, lohnt sich das? Jetzt versuche ich, hoffe es klappt, oder? Da zu wechseln. Ich habe das vorbereitet und switchen. Artificial Intelligence is about big data. Data, data and again data. And we all know that the more data we have,
the smarter our algorithms. This is a very simple equation. And therefore, it is so important to have access to data that are out there. This is why we want to give our businesses, but also our researchers and the public services, better access to data. We all know that we're generating by the day data and data again. Today, for example, the global amount of data that is produced, when you look 5 years ahead from now, this amount of data will be only produced by Europe. So we have a huge amount of data that is collected, often just by accident. And we want to give better access to of Europeans to these data that are out there. Europe has a good advantage in the quality of data we have because we have a broad economic diversity with our small and medium enterprises, with what we call Mittelstand, with our industry. It's a very diverse and rich landscape, and therefore the data that are collected in Europe on a daily basis are very diverse and rich too. Industry data, commercial data, data from factories, machines, cars, weather stations, you just name it. It is a fact that the majority of data we collect today are never ever used even once. And this is not at all sustainable. In these data we collect that are out there lies an enormous amount of precious ideas, potential innovation, untapped potential we have to unleash. And therefore, we follow the principle that you have to offer, in Europe, we have to offer data spaces where you can not only store your data, but also share with others. And therefore, we want to create European data spaces where businesses, governments, and researchers can not only store their data, but also have access to other data they need for their innovation. Research is a classical thing. Of course, you need to store your data, but it's of utmost importance and interest for researchers to access the data of other researchers, to go into new fields, and to push forward innovation. To create these European Union data spaces and cloud infrastructure, we want to trigger investment of 4 to 6 billion euros. The value of the data economy is enormous. In the European Union, it is 300 billion right away. This is 2.4% of the gross domestic product. This is today. In 5 years, it will be estimated 3 times as much. So you see the speed at which this is growing. And this also means creating jobs. Today, we have 5.7 million jobs. In 5 years, these will estimated be about 11 million jobs. Therefore, our focus in the data strategy and in the white book for AI is also strongly on skills, because we need those skills to fill the jobs I was just talking about. There is a good story to tell about AI in Europe, data in Europe, but of course, with every good part, there's also the part of the risks. And in his widely quoted book, 21 Lessons for the 21st Century of Yuval Noah Harari, he said, and I want to quote that because it's very nice, humans were always far better at inventing tools than using them wisely. End of quote. So, these so-called new tools, we want citizens to trust the new technology. And technology is always neutral. It depends on what we make with it. And therefore, we want the application of these new technologies to deserve the trust of our citizens. This is why we are promoting a responsible, human-centric approach to artificial intelligence. We will be particularly careful with sectors where essential human interests and rights are at stake. This is, for example, recruitment. This is, for example, the healthcare sector. But it is also transport. It is police and law enforcement. And you can think about other fields too. Artificial intelligence must serve people
And therefore artificial intelligence must always comply with people's rights. This is why a person must always be in Okay. Ich beende das mal hier. Es ist online, oder? Also es ist ein 11-minütiges Statement, das Ursula von der Leyen letzten Mittwoch abgegeben hat. Anschließend war dann eine Medienkonferenz, die hat etwa eine Stunde gedauert, von Margaret Vestager und Thierry Breton, der diese Datenstrategie mit seinem Team verfasst hat. Es lohnt sich, das anzuschauen. Ich empfehle Ihnen das. Es lohnt sich auch übrigens, diese beiden Texte zu lesen. Und klar, also man kann sagen, es ist sehr high level und es gibt schon einige interessante kritische Beurteilungen, Betrachtungen zu dieser Strategie. Und doch würde ich sagen, es hat hier zwei essentielle Aussagen, die das Paper unterlegt sind und wo ich persönlich eigentlich froh wäre, wir hätten in der Schweiz auch von oberster Regierung solche klaren Aussagen. Das eine ist quasi das Potenzial und dieser Weg zu einem europäischen Datenraum, darauf komme ich gleich zurück, oder Data Spaces, also um das Potenzial, ich meine, darüber kann man streiten, wie viel das dann genau ist, aber die Dimension ist klar. Und das andere eben die Risiken, was sie erwähnt hat, anknüpfend an Harari, und eben diese Frage des Trust oder und des Human-Centric. Oder? Also es sind mindestens Ansatzpunkte, wo ich sagen kann, gut, da könnte man sich irgendwo mindestens verständigen. Und ich sage auch gleich, es ist viel konkreter als das, was ich von der Swiss Digital Initiative bis jetzt gehört habe. Oder das will ich doch hier anfügen, weil dort war ich auch mal einen Workshop eingeladen und erfahren habe ich gar nichts, damit das hier noch angemerkt ist zum Keynote von Adrian Fichte heute Morgen, die in der Beziehung viel zu lieb war aus meiner Sicht. So, jetzt, also das ist Europa, also das ist der Weg, den Europa beschreitet, wie das konkret vor sich gehen wird, wird man sehen. Die Strategie und das Weißbuch sind jetzt in einer Art Vernehmlassung, würden wir bei uns sagen. Bei der EU heißt das irgendwie Anhörung, glaube ich. Und ab Sommer geht es dann quasi in Aktionen und dann auch ins Geld. Oder? Also quasi da werden Programme aufgesetzt und Investitionen werden das sehen. Nächsten Monat kommt übrigens Deutschland auch mit einer Datenstrategie heraus. Die wird wahrscheinlich recht gut zusammenpassen, nehme ich mal an, mit dieser europäischen Datenstrategie. Und da wird wahrscheinlich dieses Gaia-X-Projekt oder mit dieser Cloud-Infrastruktur im Zentrum stehen. Das ist aber jetzt nicht mein Thema, sondern zuerst mal muss ich die Präsentation wieder anwerfen. So, genau. Mein Thema ist quasi in den nächsten noch ein paar Minuten oder quasi eben, welche Wege gibt es eigentlich für die Schweiz in einem europäischen Kontext? Und ich denke, anknüpfend an das, was ich vor dem Statement von Ursula von der Leyen gesagt habe und was sie angedeutet hat, ist mal ganz wichtig, dass wir eine gemeinsame Sicht haben, welche Ansprüche es eigentlich an Daten gibt. Weil etwas, finde ich, es sollte eigentlich klar sein, Dateneigentum kann nicht der Weg sein. Daten sind ein digitales, immaterielles Gut und das in Form von Eigentum festzuschreiben, ist leider zum Scheitern verurteilt. Es gibt, weiß ich, so viele solche Ansätze, aber wir müssen jetzt ein persönliches Dateneigentum definieren und dann kommt alles gut, glaube ich persönlich nicht dran, sondern es gibt Datenberechtigte. Wir haben alle Rechte an Daten und wir müssen uns damit abfinden, dass es verschiedene sind, die Rechte an Daten haben. Eine Bank, die mein Konto führt, hat ein Recht an meinen Daten, ganz klar. Aber ich natürlich auch, oder? Und vielleicht die Steuerbehörden auch. Es sind eben verschiedene Stakeholder, die Rechte haben. Das heißt, wir müssen, wenn wir über digitale Selbstbestimmung und insbesondere über eben die Punkte, die ich vorhin aufgelistet habe, zu den Daten sprechen, darüber sprechen, wie diese verschiedenen Ansprüche der Datenberechtigten unter einen Hut gebracht werden können. Ich unterscheide drei Rollen, drei grundsätzlich unterschiedliche Rollen, die hier quasi zusammenwirken. Das sind einerseits die Datenproduzenten, also die Datenverantwortlichen gemäß DSGVO, also die mit ihrer Infrastruktur und mit ihrer Organisation Daten verwalten, die allenfalls einen Bezug zu mir haben. Dann gibt es die Datennutzer, das können die gleichen sein.
Und wir sprechen ja immer, das muss man auch immer wieder in Erinnerung rufen, von Datenwiederverwendung. Wir kommen alle, ich komme aus einer Welt, oder da war das eigentlich wenig oder gar kein Thema, weil IT war gleich EDV, gleich Informatik, gleich irgendwie Daten bearbeiten. Oder? Dass man Daten wiederverwendet, das ist auch nicht ganz neu, aber die Bedeutung, die die Datenwiederverwendung erhalten hat durch die Explosion der Datenmenge, oder, ist eine ganz andere als vor 20 oder 30 Jahren. Und daher sind eigentlich die zweite wichtige oder noch wichtigere Gruppe oder Rolle in dieser Auslegeordnung sind die Datennutzer. Und das können natürlich eben die gleichen sein wie die Datenproduzenten oder auch andere Verwaltungen, Organisationen und so weiter. Also in der Regel Institutionen, welche über Geld und Infrastruktur verfügen. Auch das müssen wir im Kopf behalten. Da unten Datenproduzenten und Datennutzer, da ist Geld und da ist auch Macht, klar, über diese Daten. Und die dritte Gruppe, die ist bewusst oben natürlich, das sind wir alle, als betroffene Personen, als Gesellschaft, als Individuen, als Kollektiv. Und wir haben Ansprüche an unsere Daten. Wir wollen wissen, was damit passiert, wir wollen das kontrollieren können und so weiter. Aber wir haben nicht, wir haben unsere Geräte, klar, unsere eigenen privaten Datenumgebungen, aber die fallen gegenüber den enormen Ressourcen der Unternehmen und Verwaltungen, die große Datenmengen eben verwalten, nicht wirklich ins Gewicht. Das heißt, das müssen wir anders angehen als mit technischen Mitteln. Ich denke, und ich habe es gesagt, oder? Ich bin Informatiker, also ich will jetzt nicht problematisieren. Ein Jurist würde spätestens an dieser Stelle jetzt einen ganz anderen Vortrag halten, oder? Und ich sage, was möglich ist, sind Datenkooperationen. Ich bin überzeugt, dass wir die unterschiedlichen Ansprüche dieser drei Rollen tatsächlich miteinander in einen konstruktiven Zusammenhang bringen können. Wenn wir das wollen, wenn natürlich die Bereitschaft dazu da ist von allen Seiten. Das bedeutet, dass es gemeinsame Dateninfrastrukturen braucht mit Regeln und mit Rechten für diese drei Rollen. Und das kann funktionieren. Also das ist mal die Hypothese. Und dann sage ich zusätzlich, ich glaube, dass Datenkooperationen, also Kooperationen, wo Unternehmungen, Verwaltungen, Organisationen und die betroffenen Personen zusammenwirken, eigentlich ein sehr schweizerisches Produkt oder ein sehr schweizerischer Weg sein könnte. Wir haben eine gute Tradition, oder, mit Kooperationen, mit Genossenschaften und so weiter. Und es gibt viele Gründe, das auch im Bereich der Daten miteinander zu tun. Ich will das nicht im Einzelnen durchgehen. Ich habe hier ein paar von zusammengestellt. Die Rechte der betroffenen Personen müssen definiert sein, die Regeln für die Datenproduzenten natürlich und die Regeln für die Datennutzer. Das sind weitere sehr, sehr High-Level natürlich, Spezifikationen für das, was unter digitaler Selbstbestimmung zu verstehen ist. Aber nochmal, digitale Selbstbestimmung, das ist die These, die macht in einem solchen Kontext Sinn. Und wir können die schon allgemein verlangen, klar, oder? Es braucht eine Datenschutzgesetzgebung, es braucht weitere Gesetze, oder? Man kann sich über die Idee streiten, das ist ein anderer Workshop, da wissen einzelne von Ihnen, dass ich eine etwas andere Meinung habe, als hier vertreten wird, ist egal. Wir brauchen Kontexte für die Handhabung der Daten. Das können wir nicht allgemein regeln, oder? Ich glaube persönlich nicht daran, oder, dass wir in nächster Zeit globale Regelungen haben werden, die all diese Probleme, die mit den globalen Plattformen verbunden sind, für uns lösen werden. Aber was wir können, ist bei uns hier etwas konkret machen. Und ich komme jetzt gleich zu den Use Cases. Für mich ist natürlich der Use Case Nummer 1, ist Open Data. Da bin ich seit 10 Jahren unterwegs und das ist nichts anderes als eine Art Datenkooperation. Klar, es geht nur um personenunabhängige Daten, es geht vor allem um Daten der Verwaltung und es geht um eine offene Nutzung, oder? Aber eigentlich ist das Portal Open Data von Swiss und alle anderen Open Data Portale sind solche ansatzweise Datenkooperationen.
Zweiter Use Case, habe ich auch mitgewirkt, die MiData-Genossenschaft, MiData.com, also eine Genossenschaft, die personenbezogene Daten sammelt und sie für klinische Studien zur Verfügung stellt. Ich gehe davon aus, Sie kennen das, sonst gucken Sie es an. Wirklich eine tolle Sache. Es gibt noch weitere solche ähnliche personenbezogene Datenplattformen in der Schweiz. Bits About Me ist eine solche oder Healthbank. Und ich denke, auch da gibt es eine gewisse schweizerische Tradition. Der dritte Use Case, von dem haben Sie sicher noch nie was gehört, das ist mein Lieblingsprojekt. Ich bin auch so in einem kleinen Pensum Dozent an der ich muss in den Scheinwerfer stehen, an der Hochschule Luzern und habe dort am Institut für Tourismuswirtschaft, nicht weil ich Touristiker bin, sondern weil ich etwas vielleicht ein bisschen von Daten verstehe und die mich gefragt haben, ob ich ihnen helfen könnte, da mit Daten im Tourismus was zu machen. Und was resultiert, ist jetzt ein NRP-Projekt, wo sich doch 10 namhafte touristische Leistungsträger in der Region Luzern-Vierwaldstättersee zu einer Datenkooperation zusammenschließen und gesagt haben, okay, wir beginnen damit, gemeinsam Daten zu nutzen, natürlich in noch wenig spektakulären Bereichen, zum Beispiel versuchen sie mit gemeinsamen Daten ihre Ressourcen besser zu planen oder das Verhalten ihrer Gäste auf den Websites besser zu verstehen oder eine gemeinsame Chat-Infrastruktur aufzusetzen. Das sind so die wichtigsten Use Cases. Aber es ist doch erstaunlich, eben, da sind zum Teil direkte Konkurrenten drin und ich kann Ihnen sagen, es war mir gar nicht so einfach, neben den Tiklisbahnen auch die Rigibahnen da reinzubringen und so. Also es braucht etwas, oder? Es braucht auch wirklich von Seiten der Unternehmungen den Mut oder die Einsicht, dass Kooperation in Bezug auf Daten sich lohnt. Und im Tourismus ist natürlich auch der Leidensdruck in der Beziehung etwas höher. Es geht ihnen zwar gut, also ich nehme an, dass jetzt da Corona nicht allzu viel an dem ändert, auch für die Regionen in der Schweiz nicht, aber diese globalen Plattformen sitzen ihnen im Genick, oder? Also Booking denkt natürlich alles ab. Da muss man sich schon nach der Decke stecken. Also das ist der Use Case Nummer 2. Ich komme jetzt zum Schluss meiner Ausführung, gebe dann Raum für die Diskussion. Wir wollen natürlich nicht bei diesen einzelnen Datenkooperationen stehen bleiben, sondern haben auch diese Vision, also wir, muss ich sagen, die Swiss Data Alliance, von einem Swiss Data Space, natürlich eingebettet in einen European Data Space, und dann hat sie noch gesagt, ja, sektorspezifische Data Spaces, also ganz viele so Datenkooperationen und Data Spaces stellen wir uns vor, die dann quasi eben eigentlich viele innovative Anwendungen möglich machen. Und das alles, und das ist wichtig, da komme ich zurück zur Ausgangs, natürlich Definition in einem vertrauenswürdigen Rahmen und eben unter Berücksichtigung der individuellen und gemeinsamen Datenrechte der betroffenen Personen, also Bürger, Einwohner, Gäste und wir alle. Voilà. Das sind so meine Überlegungen und jetzt ist doch mindestens noch 25 Minuten Zeit für Fragen, Diskussion und weitere Anregungen. Ich habe hier nochmal die Punkte zusammengefasst, die mir wichtig scheinen. Natürlich der Begriff der digitalen Selbstbestimmung selber, dann die Voraussetzung, diese Grundprinzipien und die Umsetzung und sonst alles, was Sie interessiert. Ja, vielen Dank mal bis hierhin. Ja, gut, wenn ich im Lichtschäbe sehe, nicht ganz, wer aufsteckt. Ja, wer hat Fragen? Übernimmst du? Vielen Dank für den super Vortrag. Ja, möchte ich mich anschließen. Interessante Idee mit den Data-Kooperationen. Stellen wir jetzt die Verhandlung über das grundlegende Datenmodell dazu da vor. Das wird spannend. Anmerkung nur von meiner Seite zu den Data Spaces. Die genannten Investitionssummen von der Ursula sind nicht mal Portogeld. Wenn man weiß, dass das gesamte Forschungsbudget für Horizon 2020 75 Milliarden waren, dann sind die 3 Milliarden für diese Data Spaces nicht mal für einen Data Space gut.
Insofern sage ich, the proof of the pudding muss noch kommen und der ist weit über den 3 Milliarden. Ja. Insofern ein bisschen Essig in den Wein. Ja. Nehmen wir gleich noch, also ich, mit Ping-Pong, vielen Dank, komme ich noch weitere Wortmeldungen. Ja, ich mache sonst eine. Ich weiß nicht, welches Referat du gemeint hast, über das wir lange diskutieren können. Ich beziehe mich auf den YouTube-Video. Da war die Ausgangslage, ja, wir haben Unmengen an Daten, die gar nie genutzt werden. Und dann die direkte Schlussfolgerung daraus ist, dass wir dieses Potenzial unleashen müssen. Meine logische Schlussfolgerung wäre, dass man unterbinden müsste, dass diese gesammelt werden. Man müsste die Sammlung der Daten, die gar nie gebraucht werden, mal eher unterbinden, anstatt deren Potenzial zu unleashen. Okay. Gerasch noch zuerst auf die Preisfrage. Das ist richtig. Also ich denke auch, der Betrag ist, das ist ein das, na, damit kann man was anstupsen, oder? Also denke ich in der Größenordnung. Ich denke auch, also jetzt aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, die natürlich sehr limitiert sind mit Datenkooperationen noch, oder? Sehe ich aber da das Heil nicht unbedingt in großen Förderbeträgen und so. Die braucht es zum Anstoßen, aber die Kernfrage ist, wann lohnt sich so eine Datenkooperation für die einzelnen Beteiligten und dass sie nachhaltig ist. Und das ist wirklich noch wenig klar. Es gibt eine Initiative im Industriebereich, die nennt sich Industrial, oder jetzt heißt sie, glaube ich, International Data Spaces, wo man versucht hat, im Industriebereich ja eben so Data Spaces zu schaffen, aber mit einem, ja, ich sag mal, rein technischen und halb wirtschaftlichen Ansatz. Und das ist sehr limitiert. Also ich denke, wir brauchen Erfahrungen, oder unter welchen Konstellationen eben solche Datenkooperationen möglich sind und wann sie sich etieren. Und dann müssen wir auch, ich würde dann wieder über das Geld sprechen, aber da jetzt einfach quasi auf gut Glück große Beträge zu investieren, bin ich etwas skeptisch. Lass mal, das Geld ist eine Geschichte. Die andere Geschichte ist das Datenmodell dahinter. Und wenn man sich die Verhandlung mal sektorbezogene Datenmodelle allein im Zivilschutz anschaut, die Jahrzehnte brauchen, um vereinbar zu werden zwischen den verschiedenen Zivilschutzorganisationen, und die haben den gleichen Zweck, ja, unseren Arsch zu retten, wenn es schlimm kommt, ja, und die haben alle die gleichen Aufgaben, ja, die gleichen Probleme, aber jeder hat sein eigenes, wie soll ich sagen, sein eigenes Denkraster, was er unbedingt durchdrücken muss, um sein Datenmodell zu retten. Und hier reden wir nicht von einem rein sektorinternen Datenkooperation über Grenzen hinweg. Hier reden wir von Datenkooperation über Sektoren hinweg. Ja, und das macht es nochmal um eine Potenz schwieriger. Und dann das Peanuts obendrauf mit dem Geld. Okay. Dann bin ich dir, also klar, ist eine andere Optik, aber ich denke schon, also die Daten entstehen halt einfach und es werden tatsächlich immer mehr. Also wir haben diese Datenexplosion und wir haben jetzt natürlich mit Internet of Things oder multipliziert sich das beliebig. Ich denke, man soll die Frage stellen, oder? Also quasi, brauchen wir all diese Daten, wo braucht es diese Daten? Datensparsamkeit quasi, oder, ist ein Thema. Aber unabhängig davon, oder, wir sagen, ja, die Daten, die da sind,
auf die gibt es einen Anspruch, oder? Und mein Problem ist eher quasi eben, und da komme ich her, oder? Dass so viele Daten gerade bei der Verwaltung oder bei Unternehmen, die einen öffentlichen Auftrag haben, lagern, oder? Und nicht zugänglich sind, oder? Und bevor das nicht befriedigend geregelt ist, würde ich über Datensparsamkeit, wäre ich jetzt ein bisschen zurückhaltend. Thomas. Ja, Thomas Schneider, Bundesamt für Kommunikation, da Transparenz halber. Auf die Frage, ob es nicht einfach gescheiter wäre, die Daten nicht zu erheben, möchte ich auch antworten, das ist Illusion. Weil de facto, wenn man schaut, wer heute welche Daten erhebt, ich habe letztens gelernt, dass die Staumeldungen, die wir am Radio hören, das waren Daten, die bis vor kurzem von der Swisscom kamen. Weil die Swisscom natürlich auch weiß, wie schnell welche Handys auf welcher Straße unterwegs sind und wo sie im Stau stehen. Mittlerweile werden diese Daten von Google gekauft, weil sie billiger sind. Da gibt es dieses berühmte Beispiel von dem Kanton Fribourg, der versucht hat, sein Mobilitätskonzept irgendwie zu verbessern. Wer hat die besten Daten? Google. Google hat die besten Daten, weil wir alle oder die meisten von uns es praktisch finden, auf Google Maps zu schauen, wo hat es Stau, wo fahre ich durch, wo komme ich am schnellsten hin. Ganz viele Leute, wo ich bis heute noch nicht weiß, warum, benutzen ihre Schrittezähler auf ihren Handys und. Das heißt, wegen den Leuten, die auf diese Dienste irgendwie setzen, die diese Dienste für nützlich erachten, werden die Daten erhoben. Die Leute sind bereit, Google die Daten zu geben. Sie sind bereit, Apple die Daten zu geben. Und dann hat Google, Apple, die GAFAs und dann in ein paar Jahren wahrscheinlich auch die Chinesen haben diese Daten. Und umgekehrt gibt es einen Kostendruck im Gesundheitssystem, in der Mobilität. Das heißt, die Unternehmen, der Staat werden gezwungen werden, wenn diese Daten da sind, diese Daten zu nutzen, zu kaufen, wie auch immer, zu erheben oder eben einzukaufen. Von wem dann? Von Google, von Apple, von Alibaba, Huawei, Tencent, wer auch immer dann diese Daten hat. Gleichzeitig will man aber nicht, dass die SBB weiß, wo ich mit dem Zug ein- und aussteige, um das Angebot zu personalisieren, effizienter zu gestalten. Man will nicht, dass das Schweizer Gesundheitssystem die Daten hat, weil man Angst hat, das könnte ja gegen einen verwendet werden. Und was keinen Sinn macht, wie gesagt, die Daten werden erhoben, die Leute tragen dazu bei, dass die Daten erhoben werden. Und dann gibt man die in die Hände von ausländischen Unternehmen, wo keiner weiß, was die damit machen und über welche Kanäle die dann vielleicht trotzdem beim Staat, bei der Krankenkasse, bei der SBB landen. Das heißt, die Nutzung von Daten zu verhindern, macht wahrscheinlich keinen Sinn, ist wahrscheinlich unrealistisch. Dann wäre eben die Idee, okay, wenn wir sagen, die Daten sollen genutzt werden, aber wir möchten die Kontrolle darüber haben, wie die Daten genutzt werden. Und das ist die Idee von diesem von der digitalen Selbstbestimmung und deswegen unterstützen wir diese Überlegungen auch und machen damit. Danke. Weitere Äußerungen, Fragen? Ja, vielen Dank für den Vortrag. Mein Name ist Gordon Schweizer, ich bin von der Universität Zürich, darum stelle ich jetzt eine akademische Frage. Und ich habe mich mit der Commons-Theorie sehr auseinandergesetzt und ich bin mir sicher, dass Sie da auch Bescheid wissen. Und da gibt es ja diese schöne Tragedy of the Commons, die sehr definiert wurde für den natürlichen oder materiellen Bereich. Ich wollte einfach fragen, was wäre jetzt die Tragödie für Sie, die die Genossenschaften lösen könnten? Also ist das dann keine digitale Selbstbestimmung, die Tragödie? Oder wie würden Sie die irgendwie klassifizieren? Gibt es dann mehrere Tragödien, die gelöst werden könnten oder eben akademische Frage? Also ich bin Informatiker, nicht Volkswirtschaftler, aber ich habe natürlich von Tragedy of the Commons und auch schon gehört und ich denke ja, also das Problem stellt sich, oder? Im Open Data Bereich war es relativ einfach, da haben wir einfach gesagt, boah, wir haben mit unseren Steuern für diese Daten bereits bezahlt, also her damit, oder? Da gibt es eigentlich gar keine Argumente und in dem Sinne Trittbrettfahren, oder, ist kein Thema, kam allerdings in der politischen Diskussion vor einem Jahr plötzlich wieder auf und gesagt, ja, das ist schon gut mit Open Data, aber Google sollte etwas dafür bezahlen, oder, also da kann man dann tatsächlich sich streiten.
ich habe die Lösung nicht einfach per se. Ich glaube, ich kann es nur noch mal sagen, ich glaube, da braucht es jetzt sehr viel auch Versuche und Experimente, was funktioniert und was nicht, auch gerade wenn man von Shared Data spricht. Also wie schränkt man das ein, wie sieht es aus mit einem Payback auf Erträgen, die man mit diesen Daten erzielt, oder will man das völlig beiseite lassen, gibt es einfach eine Basis-Fee, die man bezahlt, oder? Also jetzt da in dem konkreten kleinen Beispiel, wo ich dran bin, Luzern, oder, sind wir noch weit weg von dem Thema. Da ist jetzt einfach jeder mal bereit, mitzumachen und Daten zur Verfügung zu stellen und zu schauen, was rauskommt. Oder? Also da sind wir in der Phase. Aber da werden wir nicht bleiben, das ist klar. Das wird rasch zu dem Punkt kommen, wo man Modelle braucht. Ich weiß, dass das Open Data Institute in London intensiv an dem arbeitet. Dort ist vor allem war in den letzten Jahren der Begriff Data Trust im Vordergrund, also eher rechtliche Rahmenbedingungen oder für Data Sharing. Aber jetzt sind sie auch drauf gekommen, dass man eigentlich die wirtschaftliche Nachhaltigkeit oder vielleicht auch ins Zentrum stellen sollte, oder um zu nachhaltigen Modellen in dem Bereich zu kommen. Also leider kann ich die Antwort nur quasi im Sinne zurückgeben, bleiben Sie da dran, oder, und leisten Sie einen Beitrag. Ich glaube, es ist ein super Forschungsgebiet auch, oder? Also ich denke, die ganze Datenökonomie, das gibt es ja gar noch nicht richtig, oder? Also da fehlen wirklich die Grundlagen. Und das wäre vielleicht etwas für Bildungspolitiker, so wenn die hier anwesend sind, oder auch in die Richtung etwas zu machen. Ich kann das nur sehr generell abstecken. Weitere Fragen? Ja, oder? Ist es gut, wenn ich hier vorstelle, es ist wahnsinnig heiß? Vielleicht eher Anmerkungen als Fragen, aber also wenn man die wirtschaftliche Nachhaltigkeit ins Zentrum stellt, dann gibt es keine Nachhaltigkeit, oder? Da sind wir uns einig. Weil es gibt drei Pfeiler in der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit ist einer davon, oder? Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und wenn wir nur immer vom Datenkapitalismus jetzt sprechen, das haben wir jetzt gemacht, kommen wir nicht in eine nachhaltige Entwicklung rein, oder? Das ist das eine. Dann muss ich die Frage stellen, wir haben von den Plattformen gesprochen, die nur auf den Datenkapitalismus setzen und dass wir freiwillig darin unsere Daten auch hinterlegen. Die Frage ist, müssen wir das tun oder müssen wir alle nicht? Es gibt genug Alternativen. Wir haben eine freie Software diskutiert heute. Freie Software nicht gleich Open Source. Ist auch ein Thema, aber es gibt ganz viele Plattformen, die man nutzen kann, die Google-unabhängig sind. Das heißt, man muss seine Daten nicht preisgeben. Das Problem ist, es wird nicht niemand vermarktet das ja, weil es gibt kein Businessmodell dahinter. Mhm. So viel zu dem Thema von einem, der halt in eine mehr die Großrichtung geht mit seinem Wissen. Es gibt auch noch was anderes als nur die wirtschaftlichen, Interessen umzulagern jetzt in eine halt Datenkapitalismusstufe, nächste Stufe der Wirtschaft, weil es sonst nichts mehr auszubeuten gibt, oder? Ich würde hier auch gleich kurz anknüpfen wollen auf den Kommentar vorhin. Meine Frage hat sich bezogen primär auf ein Interview, ein Medienauftritt der EU, in dem nicht die Option dargeboten wird, das zu unterbinden. Es geht nicht darum, ob Leute warum auch immer sie das tun, die ihre Daten Google zur Verfügung stellen, sondern es geht darum, wie geht man damit um, dass solche Unmengen an Daten erhoben werden, nicht warum man sich dafür entscheidet, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Und ich finde es absurd, direkt in die ökonomische Richtung einzulenken. Und bei Überlegungen wie Data als Commons, ich verstehe schon, dass die Realisierbarkeit solcher Projekte viel, viel realistischer werden, wenn man die Unternehmen mit einbezieht und ihnen ihre Vorteile darin aufzeigt. Aber ich denke nicht, dass das unsere oberste Priorität sein müsste. Ha ha ha.
Danke, wenn ich darauf antworten darf. Und ich nehme jetzt mal an, wir duzen uns einfach, wenn das okay ist. Ich bin mit dir natürlich einverstanden. Und die Idee der digitalen Selbstbestimmung ist ja auch nicht primär eine ökonomische, sondern eine Menschenrechts- und eben selbstbestimmungsorientierte. Die Frage ist einfach, was ist die Realität? Ich gehöre zum Beispiel zu denen, die eben versucht, Alternativen zu benutzen, sofern welche da sind zu diesen großen Plattformen. Wenn das aber den meisten Leuten relativ egal ist, dann hast du natürlich einfach die Situation, dass da Skalenertragsvorteile einerseits und eben auch rechtliche Schranken, die sie nicht befolgen müssen, die nationale Player befolgen müssen. Und es gab ja, die Spanier haben ja vor ein paar Jahren mal versucht, Google zu sagen, okay, das und das und das dürft ihr in Spanien nicht mehr machen. Das war, glaube ich, wegen der Entgeltung von News, die Google da irgendwie absaugt. Und dann hat die Google gesagt, ja gut, dann stellen wir halt einfach unsere Dienste in Spanien ein. Und dann kam dann relativ schnell von der Bevölkerung ein Widerstand. Das heißt, die Leute, weil sie diese Dienste, viele von den Leuten diese Dienste so bequem, so angenehm und es kostet ja alles nichts, empfinden, ist es wahrscheinlich politisch nicht machbar, gewisse Dinge zu verbieten. Anderes wird wahrscheinlich machbar sein, aber gewisse Dinge wird man auf Druck der Bevölkerung und der Wirtschaft wahrscheinlich nicht verbieten können. Das heißt, man muss sich überlegen, eben, was ist ökonomisch realistisch und was ist von unseren Vorstellungen, wie wir unsere Gesellschaft wollen, wo sind da die Überlappungen? Und ich denke, in diesem Beispiel haben wir den Vorteil, dass es eben sowohl ökonomisch Sinn macht, eine digitale Selbstbestimmung, die auf dezentralen Daten, auf Kooperation läuft und eben auch mit einer politischen Selbstbestimmung, die von unserem europäischen und schweizerischen Weltbild herkommt, dass das nicht ein Widerspruch ist, sondern eigentlich sogar zusammenläuft. Aber man muss sich überlegen, und es gibt ja auch in Amerika und auch bei uns Leute, die sagen, wir müssen Google zerschlagen, wie wir es bei AT&T und bei Microsoft und so ein Stückchen gemacht haben, müssen die zwingen, Alternativen anzubieten, das ist schön und gut, aber wenn die Leute einfach, weil die Dienste gratis und für sie praktisch sind, Google wollen, dann hast du nur eine Chance, wenn du dazu eine Alternative anbieten kannst, wo dann vielleicht eben lokale Anbieter, die sich zusammenschließen, eine bessere oder eine andere Dienstleistung erbringen, dass den Leuten, die denken, ja, Google tut mir ja nicht weh, die interessieren sich ja nicht für mich, auch ohne politischen oder gesellschaftlichen Hintergrund eben die Alternative verwenden und nicht nur die Minorität, denen das wichtig ist. Jetzt läuft es da vorne. Da drüben, sorry. Ja, sorry. Jetzt gehe ich ein bisschen. Nur kurz, also was politisch realistisch ist und was nicht, schon vorwegzunehmen, finde ich extrem problematisch. Also man sieht es beispielsweise an der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, da ist plötzlich was passiert, das hielt vorher, also zumindest die Kritiker hielten das nicht für möglich und jetzt müssen alle irgendwie um Einwilligung fragen für banale Dinge wie Cookies. Ob jetzt der Bevölkerung damit geholfen ist, also das ist eine andere Frage, aber ja, du musst die ja nicht annehmen, um die Webseite benutzen. Ja, ob jetzt das eine gute Policy ist, ist eine andere Frage. Aber politisch ist was passiert, was nicht im Interesse der Datenkapitalisten war. Also ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich denke, also so die Default-Einstellungen zu ändern, dass das Zeug, der Schrittmacher nicht die Daten automatisch in Silicon Valley schickt, etc., da ist durchaus mehr machbar, als dein Votum vorhin zumindest in meinen Augen impliziert hat. Und das andere ist, wir sprechen irgendwie über die großen Google-GAFA-Komplexe und andererseits der Vorschlag konkret ging irgendwie nur um so Datenkooperationen innerhalb von unseren nationalen Grenzen. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche, die nichts miteinander zu tun haben, in meinen Augen. Also das GAFA-Problem bleibt nach wie vor bestehen, auch wenn wir die tollsten und ethischsten Datenkooperationen zwischen Swisscom und Schweizer Bevölkerung und Staat oder was weiß ich ins Leben rufen. Also ich sehe da irgendwie die Vermischung dieser beiden Themenkomplexe nicht ganz. So, vielleicht kannst du da etwas aufklären. Ja, aber zuerst, also ich habe schon genug, da haben überall Wortmeldungen, aber ich komme darauf zurück. Ja, gerne. Ja, vielen Dank. Ich finde es erstaunlich zum Teil, von welch hohem Ross ihr die Diskussion führt. Wenn du sagst, die Leute, ja, wer sind die Leute? Die Leute machen das ja, die Leute wollen das ja. Und
ich sehe es ein bisschen wie beim Rauchen, finde ich, ist ehrlich gesagt auch der Bund verantwortlich oder liegt es in der Verantwortung des Bundes, vielleicht auch einmal eine Aufklärungskampagne in diesem Bereich zu machen. Ich meine, du kannst das auch mit Safer Sex vergleichen, solange niemand den Leuten erklärt, was für, ob man das jetzt als Risiko sieht oder nicht, ja, wie will ich mich dann mündig entscheiden können? Und ich denke, das sollte in dieser Diskussion nicht vergessen werden. Ich weiß, der Bund hat zum Beispiel die Parteien informiert für die Wahlen, aber ich als Wählerin, ich bin nie informiert worden, was auf Facebook passiert, etc. Also ich finde, das ist eine Perspektive, die wir unbedingt auch, oder die ihr in dieser Diskussion unbedingt bedenken solltet. Gehen mir viele, viele, viele Dinge durch den Kopf. Erstens, ich greife mal deine Anmerkung auf. Mit Bezug auf die DSGVO, würde jemand in einem Betrieb eine neue Software oder einen neuen Prozess einführen und die User nicht schulen, hätte er sofort das ganze Projektgeld verlocht. Das Projekt würde sofort scheitern. Genau das Gleiche ist gemacht worden mit der DSGVO. Es ist ein neues Gesetz erlassen worden. Und die Lieferanten wurden, wie soll ich sagen, für die Lieferanten gibt es ein extrem viel Angebot an Beratung und technische Hilfsleistung. Für die User gibt es nichts, da gebe ich dir recht, und das ist ein großes Manko. Auf dich zurückkommend, diese Banner haben einen Sinn und Zweck, nämlich transparent zu schaffen, wo deine Daten überhaupt verarbeitet werden. Es ist der Sinn und Zweck, den User vor Augen zu führen, dass da eine Datenverarbeitung stattfindet. Es ist eine Art und Weise, den User, wie soll ich sagen, zu schulen. Ja, sagen wir mal, zu schulen. Ja. Und das ist vielleicht nicht die angenehmste Art und Weise. Ja. Und es ist auch ein Stück weit die Verantwortung von uns Einzelnen, auf sein eigenes Netzwerk Einfluss zu nehmen und die Leute auf andere Alternativen hinzuweisen. Und nicht nur hinzuweisen, sondern sie darauf hinzudrängen, diese zu nutzen. Auf den großen Bruder aus Bern oder Bonn oder Berlin zu warten, da könntest du noch lange warten. Das wird nicht passieren. Es wird kein Gesetz geben, was das für uns regelt. Das ist Arbeit für uns alle. Ja, so leid es mir tut. Und das ist harte Arbeit und frustrierende Arbeit. Ja, aber das müssen wir schon selber leisten. Genau. Nein. Wer noch? Wer ist noch? Nein. Sonst komme ich dann zum Schluss. Ja. Und das große Problem sind nicht die Daten in den Silos. Das Problem ist, dass Datensammeln nichts kostet. Würde man den Datensammlungsprozess verteuern, ja, dann wäre das Thema ganz schnell vom Tisch. Ja, das ist das Problem. Wenn die Daten erstmal da sind, zu spät. Okay, Thomas noch, genau, und dann habe ich das letzte Wort. Nur noch kurz, ich will die Diskussion hier nicht monopolisieren. Ihr habt natürlich alle recht, die Regierung hat eine Verantwortung, der User hat eine Verantwortung, die GDPR ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber eben, wie wir sehen, es wird dann einfach umgangen mit relativ einfachen Mitteln. Das ist ja genau der Punkt. Ein wichtiges Element dieses digitale Selbstbestimmungsprojekts ist eben, dass die Leute merken, aha, darum geht's, das ist möglich, das ist das Schreckensszenario, das ist das utopische Idealszenario, und die Realität kommt dem umso näher, je mehr wir alle an dem zusammenarbeiten und auch jeder in seinem Kreis eben die Leute dafür sensibilisiert und mithilft, dass es Alternativen gibt, die man auch benutzen kann. Gut, vielen Dank. Ich denke,
spannende Diskussion, oder, die man hoffentlich fortsetzt. Das ist ein Start, oder? Ich möchte doch auf den Punkt nochmal zurückkommen, denn der ist essentiell. Also, wie du es dargestellt hast, stimme ich natürlich nicht zu, aber ich versuchte gerade in meinem Foto zu zeigen, dass wir gewissermaßen, das ist sehr schematisch, zwei Welten haben mit den großen globalen Plattformen und unseren eigenen bescheidenen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, Unternehmen, Verwaltungen hier in der Schweiz und in Europa. Und das war auch der Speech von Ursula von der Leyen, abgesehen davon. Ich mache einfach zwei Punkte, oder, wo ich widersprechen würde. Einen konkreten, ich glaube, die Welt bleibt nicht so. Jetzt haben wir diese Plattformen, oder, und die expandieren weiter, aber wie lange das noch so geht, mache ich mal ein Fragezeichen. Und zweitens eben haben wir das Internet of Things und so weiter. Es kommen wirklich andere Prozesse im Gang, oder, wo das nicht einfach nur über diese Plattformen läuft. Und darauf müssen wir, ich sage nicht, es wird alles besser, oder, aber es wird anders, oder. Und auch, also jetzt spricht man eben von Edge Computing und so weiter. Also dass alles da in solchen Plattformen sich bald, oder, das ist nicht Gott gegeben, oder. Das ist einfach mal was passiert. Das ist noch keine politische Aussage. Aber dann möchte ich doch zum Schluss nochmal sagen, doch, ich glaube an diesen Approach von Datenkooperation. Auch wenn Sie ganz bescheiden sind, irgendwo in der Innerschweiz oder in einer Gemeinde oder in einer kleinen Stadt. Oder? Und zwar einfach deshalb, und ich sage nicht, das soll irgendwo bei nationalen Grenzen oder bei den europäischen Grenzen aufhören, sondern weil ich finde, ja, und deshalb bin ich auch hier hingekommen, ehrlich gesagt, an diesen Kongress, oder, dass Daten eine Ressource sind, auf die wir alle Anspruch haben. Und das müssen wir durchsetzen, oder? Und zwar individuell und auch kollektiv. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, oder? Und das war die Message, oder? Und Wirtschaft und alles andere kommt wirklich erst nachher, oder? Das ist meine Überzeugung. Vielen Dank und ich wünsche noch einen schönen Tag.